Fast dein gesamter Körper ist von Haaren bedeckt, auch wenn sie uns nicht auffallen. Sie wachsen sogar in deinem Bauchnabel. Ihre Aufgabe ist, Fussel einzufangen. Siehst du? Ein einziges menschliches Haar kann ein Gewicht von 100 Gramm halten. Das entspricht einer Tafel Schokolade. Unsere Haarfarbe wird durch Gene bestimmt. Nur 2% der Weltbevölkerung haben von Natur aus rote Haare. Mit ca. 3% folgen blondhaarige Menschen. 11% haben braune Haare in verschiedenen Farbnuancen. Die absolute Mehrheit jedoch hat schwarze bzw. sehr dunkelbraune Haare. Ja, deine Haare können ab einer bestimmten Länge aufhören zu wachsen. Normalerweise wächst ein Haar 2 bis 7 Jahre lang und wird kaum länger als 1 Meter. Tja, das hat ihr wohl niemand verraten. Diese Frau aus China hat die längsten Haare aller Zeiten. Im Jahr 2004 waren sie 5,6 Meter lang. Mit dem Alter verliert dein Haar seine natürliche Färbung, da das Keratin weniger Pigmente erhält. Im Alter verschwinden die Pigmentzellen an den Haarfollikeln Stück für Stück und die Haare werden grau, bis schließlich gar keine Pigmente mehr produziert werden. Dann sind die Haare weiß. Der einzige Teil des menschlichen Körpers, der seine Nährstoffe nicht aus dem Blut bezieht, ist die Kornea. Sie wird stattdessen über die Tränenflüssigkeit versorgt. Ein menschliches Auge und ein Motor haben etwas gemeinsam. Beide benötigen Flüssigkeiten, um zu funktionieren. Die Augen brauchen Tränen. Für eine optimale Funktion müssen sie gleichmäßig über das Auge verteilt werden. Darum zwinkern wir bis zu 20.000 Mal am Tag. Das Lied ist im Prinzip der Scheibenwischer. Wir haben 2 wirklich verdammt schnelle Muskeln. Sie kontrollieren die Augenlider. Sie sind die schnellsten Muskeln in unserem Körper. Die Augen sind sehr empfindlich und benötigen Schutz. Wird der Reflex ausgelöst, schließen diese Muskeln die Augen innerhalb von 100 Millisekunden. Das ist lediglich 0,1 Sekunde. Wir sehen nur lila-blau, grün-gelb und gelb-rot. Alle anderen Farbtöne sind Kombinationen dieser 3 Farben. Es ist unmöglich zu berechnen, wie viele Kombinationen das menschliche Auge sieht, weil jeder Mensch anders ist. Im Schnitt sind es etwa 1 Million Farbkombinationen. Den Umstand, Farben nicht unterscheiden zu können, nennt man Farbenblindheit. 8% der Männer und 0,5% der Frauen sind davon betroffen. Farben sind jedoch nicht so stabil und objektiv, wie es scheint. Viele Tests haben gezeigt, dass Menschen Farben in Abhängigkeit von vielen Faktoren wie geografischer Lage, Sprache und Geschlecht unterschiedlich wahrnehmen. Das bedeutet, dass du dir mit deinen Freunden einen Sonnenuntergang ansehen und in komplett anderen Farben wahrnehmen könntest, ohne es zu wissen. Wie dein Fingerabdruck ist auch deine Augenfarbe einzigartig. Sie beeinflusst sogar, wie du Licht wahrnimmst und macht deine Sicht auf die Dinge wahrlich einzigartig. Um zu verstehen, wie das möglich ist, musst du verstehen, wie die Augenfarbe entsteht. Das ist die Iris, der farbige Bereich des Augapfels. Die Iris ist pigmentiert. Die Ausprägung bestimmt, welche Augenfarbe du hast. Jeder Mensch hat eine etwas andere Menge an Pigmenten. Daher gibt es keine 2 Menschen mit identischer Augenfarbe. 3 spezifische Gene sind für den Melaninspiegel verantwortlich und bestimmen damit die Pigmentierung. Menschen mit blauen oder grünen Augen haben weniger Melanin in der Iris. Diejenigen, die mehr Melanin haben, haben dunklere Augen in verschiedenen Brauntönen. Ganz selten erscheinen die Augen sogar schwarz, aber das ist nur eine Täuschung aufgrund der hohen Menge an Melanin. Eine rein schwarze Iris existiert in der Natur nicht. Solche Augen sind nur sehr, sehr dunkelbraun. Studien bestätigen, dass die Pigmentierung der Augen einen Einfluss auf die Sicht hat, egal wie hell oder dunkel deine Augen sind. Menschen mit hellen Augenfarben sind lichtempfindlicher. An sonnigen Tagen sind sie leicht geblendet. Wenn du eine helle Augenfarbe hast und blinzeln musst, wenn du rausgehst, nimm dir lieber eine Sonnenbrille mit. Deine Iris enthält weniger Pigmente, die dich vor Sonnenstrahlen schützen könnten. Das Melanin ist quasi eine natürliche Sonnenbrille. Dafür siehst du bei Nacht besser als dunkeläugige Menschen. Hast du hingegen dunkle Augen, kommst du mit hellem Licht besser zurecht. Vermutlich fällt dir das Autofahren bei Nacht auch nicht so schwer, weil die Scheinwerfer der anderen Autos dich nicht so sehr blenden. In deinem peripheren Sichtfeld siehst du fast nur schwarz-weiß.
Die Farbrezeptoren, die sogenannten Zapfen, befinden sich vorrangig in der Mitte deiner Netzhaut. Frauen können mehr Farben unterscheiden als Männer, da sie 2 X-Chromosomen besitzen, während Männer nur eines haben. Selbst wenn auf einem ein Defekt vorliegt, kann eine Frau Farben noch korrekt wahrnehmen. Daher leiden Frauen nur selten an Farbenblindheit. Es gibt bestimmt ein paar Fotos, auf denen du rote Augen hast. Wenn der Blitz auslöst, sind deine Augen auf diese Menge Licht nicht gefasst. Deine Pupillen sind geweitet und das Licht wird von den Blutgefäßen der Adernhaut reflektiert. Diese Gewebeschicht befindet sich hinten in deinem Auge und versorgt die Netzhaut. Diese seltsam aussehenden Flusen, die du hin und wieder vor deinen Augen siehst, nennt man mouche volante. Du siehst sie, weil strukturelle Imperfektionen in bestimmten Bereichen deines Auges den Lichteinfall stören. Mit dem Alter nehmen sie zu. 10% der Zeit, in der du wach bist, verbringst du mit geschlossenen Augen, weil du zwinkerst. Auch Menschen können wie Fledermäuse und Delfine Biosonar nutzen, um sich im Dunkeln zu orientieren. Mit etwas Übung kannst du deine Umgebung anhand des reflektierten Schalls analysieren. Etwa 6% der Menschen können ihre Augäpfel ganz schnell vor- und zurück vibrieren lassen. Ihre Augen sind jedoch völlig intakt. Es ist einfach nur ein cooler Trick. Wimpern dienen dazu, deine Augen vor Sand, Feuchtigkeit, Staub und Partikeln in der Luft zu schützen. Deine Wimpern spüren, wenn den Augen etwas zu nahe kommt, wie ein Insekt zum Beispiel, und lösen den Lidreflex aus. Beim Zwinkern werden auch kleine Partikel oder Schmutz aus dem Tränenpünktchen herausgespült. Aus diesen Öffnungen in deinen Lidern treten die Tränen aus. Deine Augenbrauen verhindern, dass dir der Schweiß in die Augen rinnt. Deine Haut und die Knochenform unterstützen ebenfalls, dass der Schweiß zu den Seiten deines Gesichts abfließt. Zwiebeln setzen einen speziellen chemischen Reizstoff frei, der spezielle Drüsen in deinen Augen zur Tränenbildung stimuliert. Die Nase ist vermutlich einer der am meisten unterschätzten Körperteile. Dabei würde uns das Essen ohne sie überhaupt nicht schmecken. 80% des Geschmackserlebnisses entsteht in der Nase. Hältst du dir beim Essen die Nase zu, schmeckst du fast nichts. Ohne Geruchssinn erkennst du Lebensmittel nur anhand ihrer Struktur. Eine Zwiebel wirst du wohl von einem Apfel unterscheiden können. Wissenschaftler glaubten einst, dass wir etwa 10.000 Gerüche unterscheiden könnten, aber da lagen sie falsch. Neueren Studien zufolge können wir über 1 Billion Gerüche differenzieren. Wir erinnern uns an sie auch besser als an alles andere. Gerüche können sogar ganz ferne Erinnerungen zutage fördern. Deine Nase hilft dir nicht nur beim Atmen und Schnuppern. Sie filtert auch die Luft für die empfindliche Luftröhre und Lunge vor. Wenn wir trockene Luft einatmen, wird sie in der Nase befeuchtet, gekühlt oder bei Bedarf erwärmt. Deine Nasenlöcher arbeiten nicht immer mit derselben Effektivität. Beim Atmen übernimmt ein Nasenloch den Hauptteil der Arbeit und nach ein paar Stunden wird getauscht. 18% der Menschen können gleichzeitig mit beiden Ohren wackeln, während 22% es immerhin mit einem Ohr können. Dazu nutzen sie einen schwachen, rudimentären Muskel, den unsere Vorfahren mit Katzen gemeinsam hatten. Manche Menschen können ein Donnern in ihrem Kopf erzeugen. Dazu brauchen sie nur ihre Ohren oder Kiefer anspannen. Im Innenohr gibt es einen kleinen Muskel, der laute Geräusche, wie zum Beispiel Kaugeräusche, reduziert. Manche Menschen können ihn aktiv anspannen und dadurch ein Grummeln erzeugen. Deine Zähne sind der einzige Teil des menschlichen Körpers, der sich nicht selbst heilen kann.